Genau, ich werde, glaube ich, nicht wirklich was zu Bewegungen und so sagen. Oder ja, vielleicht doch, mal sehen. Auf jeden Fall werde ich sozusagen mehr darüber sprechen, über diese schon angesprochene Subversivität dieser 30 Sekunden Zigarettenpausen, die die Operaisten immer gemacht haben. Vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Also wir haben bei Fels für eine linke Strömung mal so ein Projekt gemacht, so ein Politprojekt. Wir haben das militante Untersuchung genannt und wir haben das auf, also sozusagen, wir haben das Jobcenter in Neukölln fokussiert. Also das ist auch noch gar nicht zu Ende, es läuft weiter. Das ist irgendwie ein relativ langes Projekt, also von der zeitlichen Ausdehnung her und so. Also die Kurzversion ist, wir haben ganz viele Gespräche geführt, wir haben so Aktionen gemacht und Versammlungen organisiert. Wir sind auch in den Kiez gegangen und haben da irgendwie Leute gefragt, was das Jobcenter für sie bedeutet in ihrem Kiez. Ich will jetzt aber sozusagen das nur als ganz basale Hintergrundinformation, weil ich jetzt das gar nicht so spannend finde, euch das zu erzählen, was wir da ganz genau gemacht haben. Das kann man auch nachlesen. Wir haben so eine Broschüre gemacht, die habe ich jetzt leider nicht dabei. Aber ich kann ihr vielleicht morgen noch mitnehmen, wenn ich dran denke oder so. Und super, wunderbar. Genau, sondern ich fand es irgendwie jetzt sinnvoller, darüber zu sprechen, wieso haben wir das eigentlich gemacht? Also was liegt dem so konzeptionell irgendwie zugrunde? Und zweitens daran anschließend, also hoffentlich daran anschließend, würde ich so ein bisschen was sagen wollen zum Spannungsverhältnis zwischen Untersuchung und politischer Aktion, also in diesem Projekt. Genau, vielleicht anfangen kurz mit, was ist eine militante Untersuchung? Das ist relativ schwer zu sagen. Das ist ein relativ unklarer Begriff, ist unscharf. Das liegt aber auch mit seiner Geschichte, also mit der Begriffsgeschichte hängt es zusammen und ich hoffe, dass das, was ich jetzt gleich so ein bisschen sage, das so ein bisschen erhält, was damit gemeint sein könnte. Also ganz vereinfacht gesagt ist das so eine Art Klassenkampf mit Fragebogen, so haben wir das zumindest verstanden. Wir haben den Zugang gewählt, weil wir sozusagen in unserer politischen Praxis auch widerspiegeln wollten, dass die radikale Linke sich ja bekanntermaßen irgendwie von so einem Avantgarde-Prinzip irgendwie verabschiedet hat. Und weil wir die Menschen nicht nur oder nicht mehr oder nur noch begrenzt, sagen wir mal, direkt politisch agitieren wollen und ihnen erzählen wollen, wie geil und wunderbar die Revolution ist. Wir wollen, also unsere These war so ein bisschen dabei, dass sich die Menschen, und jetzt komme ich zu diesen 30 Sekunden Zigarettenpausen oder so, oder die Überziehung um 30 Sekunden, dass die Menschen in vielen Fällen sich bereits gegen Zumutungen in ihrem Leben und in ihrem Alltag zur Wehr setzen. Sie sind erfinderisch, sie entwickeln Techniken, zum Beispiel bezogen auf das Jobcenter, sich dem Zugriff des Apparats zu entziehen, indem sie zum Beispiel kalkuliert falsche Angaben machen. Ich meine, das kennt jeder so ein bisschen, ne? Also egal ob Steuer oder Jobcenter oder so. Sie schauspielern zum Beispiel, ne? Also geben sich total engagiert und lechzen nach dem nächsten Job, obwohl sie eigentlich damit relativ zufrieden sind, dass sie viel Freizeit haben. Also sie schauspielern, um nicht sanktioniert zu werden, sie erfinden Geschichten, sie versuchen verschiedene Instanzen innerhalb des Jobcenters gegeneinander auszuspielen, sie klagen vor Gericht und so weiter und so fort. Also kurzum, die Leute oder viele Leute oder einige oder wie auch immer sind bereits subversiv tätig. Ein Problem dabei ist, dass diese subversiven Praktiken unsichtbar sind. Genau, nochmal, also vielleicht auf das Jobcenter, um das nochmal zu verdeutlichen, auf das Jobcenter bezogen, die Verhältnisse sind da scheiße, es ist disziplinierend, entmündigend, überwachend, ein riesengroßer Apparat, der relativ wahnsinnig auch strukturiert ist, aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen sind die Menschen dort keine willenlosen Objekte der Macht oder sowas.
sehr dulden das alles nicht, also viele machen das nicht. Also es gibt ja immer so Erklärungsmuster, wieso die Leute sich nicht in Bewegung setzen oder nicht aktiv werden. Und dann wird immer so gesagt, ja, manche machen das aus so einer christlichen Ethik oder sowas, der hat früher für uns da am Kreuz gelitten und jetzt müssen wir auch was erdulden oder also irgendwie solche Erklärungen. Genau, aber die These ist halt, dass es alles gar nicht stimmt, zumindest zu einem bestimmten Anteil, sondern dass sie als Subjekte bereits handeln und das halt im Verborgenen tun. Und die Tatsache, dass es verborgen ist, sozusagen, deswegen scheint das so, als wären sie passiv, aber sie sind gar nicht passiv, sondern sie sind nur unsichtbar oder ihre Praktiken sind unsichtbar. Und das liegt auch in der Logik der Sache begründet. Denn sozusagen, wenn die Menschen in einem relativ asymmetrischen Kräfteverhältnis, also gegenüber diesem Apparat, Jobcenter zum Beispiel, stehen dem gegenüber und sagen, also meinetwegen Beispiel Schauspielern, ja, sie schauspielern und geben sich total engagiert und sie sind ja logischerweise darauf angewiesen, dass es nicht transparent wird, dass sie schauspielern, weil sonst funktioniert das ja alles nicht. Also sozusagen liegt auch in der Logik der Sache, dass es im Verborgenen bleibt und auch bleiben soll und unsichtbar dadurch bleibt. Genau, das ist jetzt auch keine so sonderlich neue These von uns jetzt oder so, sondern das ist eigentlich eine Erkenntnis aus dem italienischen Operaismus. Also diese Verborgenheit ist sozusagen das eine Problem. Und das zweite Problem ist, sie handeln, ja, vielleicht kann man das nicht unbedingt als Problem jetzt irgendwie titulieren, aber sie handeln zunächst individuell. Ja? Also sie sind noch kein kollektives Subjekt. Aber die These ist auch so ein bisschen, dass in diesem widerständigen individuellen Handeln schon das Potenzial drin liegt, ein kollektives Subjekt zu werden. Also vielleicht kann man das so, also auch dieses individuelle Handeln ist eine Form von Klassenkampf, ist die These. Ja? Oder meinetwegen eine Vorform von Klassenkampf oder latenter Klassenkampf oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat das irgendwas mit Klassenkampf zu tun. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Also, wo war ich? Ja, genau, klar. Also das sind sozusagen die beiden Punkte, wo wir angesetzt haben, die wir als problematisch empfunden haben oder wo wir dachten, da kann man halt eigentlich genau an diesen beiden Punkten müsste man irgendwie ansetzen. Und die, sozusagen die militante Untersuchung ist halt, versucht es beides ein bisschen zu bearbeiten. Es versucht also die Praktiken so ein bisschen aus der Verborgenheit herauszuholen, an die Öffentlichkeit zu tragen, ohne natürlich irgendwie die Leute, die darauf angewiesen sind, so vor das Schienbein zu treten, also die darauf angewiesen sind, dass sie verborgen bleiben. Ein Beispiel dafür ist, also das war so ein Vorläuferprojekt von der militanten Untersuchung. Wir haben mal sowas gemacht wie Keiner muss allein zum Amt, haben wir diese Initiative genannt. Da waren natürlich nicht nur Fels beteiligt, sondern ganz viele andere Leute auch. Und genau das war der Versuch, also weil wir gesehen haben, dass es einfach diese Praxis gibt, dass die Leute in ihrem Bekanntenkreis oder in ihrer Familie nachfragen, ey, kannst du mich mal zum nächsten Jobcenter-Termin begleiten, mein Sachbearbeiter ist voll der Arsch und so. Das gibt es und die Initiative zu gründen war so ein Versuch, irgendwie das so ein bisschen aus der Versenkung oder aus der Verborgenheit hochzuholen, einen Raum zu schaffen, in dem man sich öffentlich darüber unterhält, was für Vorteile das hat und so. Also genau dieser Ansatzpunkt spielt bei der militanten Untersuchung eine große Rolle oder diese beiden. Vielleicht jetzt mal so tendenziell zu einer anderen Sache. Spannungsfeld zwischen Aktivismus und Forschung. Ich versuche mal so kurz wie möglich das historisch zu beantworten. Also im Rahmen der militanten Untersuchung. Das hängt damit zusammen, also
auch, dass es die militante Untersuchung nicht gibt. Dafür versuche ich jetzt mal so ein bisschen so eine Begründung zu liefern. Also historisch gesehen, Anfang der 60er Jahre Italien. Von Anfang an spielt die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Mituntersuchung, also Mituntersuchung wurde es damals irgendwie genannt, militante Untersuchung ist eigentlich ein neuerer Begriff, also Dario hat da ja auch schon kurz Bezug drauf genommen. Es spielt eine wesentliche Rolle, also von Anfang an, seitdem es das gibt, seitdem das Konzept damals diskutiert worden ist, bei den Quaderni Rossi, also den roten Heften, war so ein Zeitschriftenprojekt. Und sagen, innerhalb dieses Zeitschriftenprojekts gibt es von Anfang an einen wissenschaftlichen oder einen soziologischen Flügel und einen, der sich bewusst von der Soziologie abgrenzen will, der was anderes machen will. Zu letzteren, also ich weiß nicht, ob euch das was, also einigen bestimmt, also Panzieri, Raniero Panzieri oder auch Romano Alcati, gehören eigentlich zu dem Flügel, der sich in den Gegensatz zur Soziologie bringen will. Und insofern kann man sagen, dass die Auseinandersetzung über die Frage der Soziologie eigentlich so eine Art Gründungsbestandteil der militanten Untersuchung ist. Das blieb auch in der Folge relativ heftig umstritten, also auch in der Rezeption. Ich habe auch mal ein Zitat rausgesucht. Der Arbeitskreis Militante Untersuchung, das war so ein Arbeits- und Diskussionszusammenhang, den es Anfang bis Mitte der 80er Jahre oder sowas gab, der hat gesagt, die Arbeiteruntersuchung sollte keine soziologische Untersuchung sein. Also der sagt jetzt Arbeiteruntersuchung, das ist nochmal so ein anderer Begriff, komme ich gleich auch noch ganz kurz zu. Sie wollte die Zusammensetzung der Arbeiterklasse entschlüsseln und dabei die antagonistischen Punkte herausschälen, von denen aus eine revolutionäre Initiative gestartet werden kann. Das ist von 1984. Also das kann man jetzt verstehen als klare Entgegensetzung zu einer wissenschaftlichen Untersuchung. Ne? Also Entgegensetzung von Wissenschaftlichkeit auf der einen Seite und politischer Aktion auf der anderen. Alcati hat das auch mal so gesagt, mit ähnlichen Worten. Ne? Also das ist eigentlich, die Mituntersuchung ist eine Methode der politischen Aktion an der Basis. Genau, das könnte man jetzt zum Beispiel den Auffassung der Arbeiteruntersuchung als Nicht-Soziologie oder sowas bezeichnen. Es gibt den soziologischen Flügel und es gibt den Flügel der Nicht-Soziologie oder so, oder wie man will. Und dann gibt es, glücklicherweise gibt es natürlich auch noch eine dritte Möglichkeit des Ganzen. Es gibt so einen relativ interessanten Artikel, wie ich finde, von Panzieri, der ist auch schon uralt, von 64, heißt Sozialistischer Gebrauch des Fragebogens. Und da drin schreibt er im Prinzip, dass man eigentlich die Soziologie gar nicht so grundweg ablehnen sollte, sondern sozusagen man muss sie so ein bisschen umdrehen. Oder man braucht eben diesen klaren Standpunkt. Ne? Das hat dann 70er Jahre, hieß es dann Arbeiterstandpunkt oder sowas. Ne? Der eine oder andere sicher schon mal gehört. Also er meinte so, die Ablehnung der Soziologie ist irgendwie schon verständlich. Ne? Also es ist irgendwie nachvollziehbar, die Genossen wollen das nicht. Das kann man verstehen, weil die Soziologie ja grundsätzlich so einen gesellschaftsaffirmativen Grundcharakter hat oder sowas. Ne? Also da werden sozusagen Konflikte zum Beispiel, also damals kam irgendwie so die Industriesoziologie auf, ne, als neue Disziplin und so, die betrachten die Konflikte immer nur von dem Hintergrund, wie die irgendwie zu lösen sind. Ne? Und der Arbeiterstandpunkt halt impliziert so ein bisschen, dass Konflikte oder konfliktive Situationen daraufhin zu betrachten sind, wie man sie zu einem Antagonismus ausweiten kann und nicht, wie man ihn deckelt oder so. Ne? Gut, das könnte man als drittes nennen, Auffassung der zwei Soziologien, habe ich das jetzt einfach mal genannt, oder haben wir das genannt? Genau, wie bin ich so in der Zeit? Okay. Also ich würde sagen, also ich erzähle das jetzt ja alles so ein bisschen, um das so ein Spannungsverhältnis klar zu machen und auch
klar zu machen, dass es von Anfang an irgendwie dieses Spannungsverhältnis gab. Ne? Und damit sozusagen hängt zusammen, wieso es nicht die militante Untersuchung gibt oder sowas. Aber wieso wir uns trotzdem dafür entschieden haben, das so zu nennen und auch gewisse Komponenten sozusagen aus dem italienischen Operaismus zu übernehmen. Ich hoffe, das wird so ein bisschen klar. Also ich bin, weiß gerade nicht so, ob das deutlich wird. Naja, auf jeden Fall ist, glaube ich, zum Beispiel ein wesentlicher Unterschied zwischen dem soziologischen Flügel und dem der Nicht-Soziologie liegt darin, dass die Nicht-Soziologie sagt, wir müssen über die Ausrichtung und den Inhalt der Untersuchung mit möglichst vielen Leuten, mit möglichst vielen Arbeitern, die haben ja immer Arbeiter gesagt nur, diskutieren. Wir müssen versuchen, so breit wie möglich zu werden und mit möglichst vielen, meinetwegen mit Untersuchungsgruppen oder sowas, also die zu konstituieren und damit sozusagen in so einen Befragungs- und Untersuchungsprozess zu kommen. So, das ist der Ausgangspunkt der Nicht-Soziologie, weil sie gedacht haben, durch eine Ausweitung des Untersuchungsbegriffs, des Feldes und auch der Teilnehmenden und Ausführenden, ist selber schon so eine Art Prozess, also ist selber schon ein Organisierungsprozess möglich. Oder das ist sozusagen die Keimform eines Organisierungsprozesses. Ne? Mit möglichst vielen Leuten und möglichst auf eine Ausweitung, möglichst vieler neuer Untersuchungsgruppen oder so, die Untersuchungen durchführen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, würde ich meinen. Während die Soziologie sagt oder der soziologische Flügel, nein, wir stellen jetzt Hypothesen auf und prüfen die empirisch, also durch Gespräche mit den Arbeitern, ob die jetzt stimmen oder nicht. Das ist also das Grundspannungsverhältnis, würde ich sagen, innerhalb der der frühen militanten Untersuchung. Also ich glaube, dass die ganze Kiste total interessant ist und dass man viel daraus lernen kann. Leider ist die Literatur dazu ein bisschen kryptisch. Also vor allen Dingen diese Texte von damals, die in der deutschen Übersetzung vorliegen, ne, die sind also unglaublich schwer zu lesen und so. Das glaube ich. Also die haben ganz viele merkwürdig anmutende Begriffe. Ne? Und bis man herausgefunden hat, was die mit Programmierung meinen, da sind schon also bei mir Monate vergangen und so. Und hinzu kommt, dass es eigentlich nur verständlich wird, wenn man so ein bisschen die Entwicklung Nachkriegsitaliens auf dem Schirm hat, also die 50er Jahre, wie ist es da gelaufen, wie ist überhaupt der Krieg ausgegangen und so. Aber das wird da alles so vorausgesetzt. Ne? Also das wird da nicht beschrieben oder irgendwie was sich daraus ergibt, sondern das ist halt so und das muss man halt wissen, um das irgendwie verstehen zu können. Also es ist ziemlicher Nerdkram, glaube ich. Und also Komplexität steigern kommt ja auch noch hinzu, dass diese ganzen vielen, also dass selbst für die Untersuchung selbst es ganz viele unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt. Ne? Also da wird in verschiedenen Texten geschrieben von der Arbeiteruntersuchung, von der Mituntersuchung, später von der militanten Untersuchung, von Selbstuntersuchung, einfach nur von Untersuchung. Ne? Das ist schwierig, das irgendwie und sagen, irgendwie zu verstehen. Aber also damit würde ich auch so schließen. Ich hätte halt so ein bisschen einen Vorschlag, wie man da mit umgehen könnte und vielleicht auch tendenziell, wie sich diese Spannung zwischen Soziologie und Nicht-Soziologie so ein bisschen lösen lassen könnte. Und zwar, der grandiose Vorschlag besteht darin, diese verschiedenen Begriffe als verschiedene aufeinander aufbauende Stufen oder Phasen eines solchen Projekts zu verstehen, die auch in gewisser Weise die verschiedenen Grade der Involviertheit der Aktiven oder der Arbeiter oder wie auch immer, also ja, repräsentieren. Und vielleicht ist das auch so ein ansatzweise so eine Antwort auf die Frage, wie die Aktiven selbst in Auswertung, Reflexion, Weiterentwicklung des Projekts und so weiter oder der Bewegung oder whatever irgendwie eingebunden sind. Das stimmt jetzt nicht mit der sozusagen theoretisch und historischen Überlieferung überein, also es ist einfach nur ein Vorschlag.
Okay, man könnte sagen, erstens die Arbeiteruntersuchung, was ist das? Das ist eine Untersuchung der Arbeiter durch andere. Also die Untersuchungssituation ist gekennzeichnet von einem Verhältnis des zu überwindenden Außens. Es gibt eine klare Subjekt-Objekt-Trennung, ne? Aber der Impetus ist auch klar, das ist nur der erste Schritt, es soll darüber hinausgegangen werden, ne? Über diese Trennung. Zweitens die Mituntersuchung. Sie ist der Versuch, zusammen mit einigen, vielleicht auch nur wenigen Arbeitern, die Arbeiter zu untersuchen. Auch sie bezeichnet ein von außen induziertes Vorgehen, das aber gerade seinen zentralen Punkt darin finden soll, die verfestigte Subjekt-Objekt-Relation in Frage zu stellen. Drittens, Arbeiter-Selbstuntersuchung, Arbeiter in Klammern, ist eine Untersuchung der Arbeiter durch die Arbeiter. Darin wird das Subjekt-Objekt-Verhältnis tendenziell aufgehoben. Und viertens, Massenselbstuntersuchung, das ist die massenhaft ausgeweitete Selbstuntersuchung der Arbeitenden durch die Arbeitenden. Sie ist mehr als eine Untersuchung, der Satz macht keinen Sinn. Auf jeden Fall ist sie irgendwie so einem Organisierungsansatz verpflichtet, ja, also der Arbeiterklasse. Und ich glaube, die Zeit ist um und deswegen habe ich jetzt überhaupt nicht gesagt, was das für diese Fails-militante Untersuchung hatte, aber dafür gibt es ja auch diese Broschüre dann. Vielen Dank, Daniel. Schlaues Oppen. Ja? Jan, da hinten. Ja, danke für deinen Vortrag. Vielleicht schließt es auch noch mal gerade an das an, hört man mich, ja, was ich eben gefragt habe. Jetzt stehe ich auch so schön. Du hast von einer Vorform von Klassenkampf geredet, unter anderem. Und es ging halt auch wieder um individuelle Praktiken erst, von denen du gesagt hast, die haben eben dieses Potenzial. Und das schließt ja vielleicht ein bisschen an das an, was Dario gesagt hat, zu dem Potenzial, also zu dem Bewegungsbegriff, ne? Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich wirklich irritiert bin, weil sich das für mich so ein bisschen eigentlich widerspricht schon fast, oder weil ich gespannt wäre auf eine Diskussion zwischen euch darüber, was das denn aber bedeutet, sozusagen dieses Potenzial, also welche Setzung dahinter steht. Weil wenn du davon ausgehst, dass es eine Vorform von Klassenkampf ist, dann gehst du ja auch von einer bestimmten Kategorie aus, oder? Also ich würde zum Beispiel in Neukölln, wo ich auch lebe, würde ich ganz andere Differenzkategorien auch noch sehen, also unter anderem Gender, die Zuschreibung als Migrant oder die Frage nach Herkunft und so, die gestellt wird. Und da würde ich doch mich dann fragen, ob es dann in so einer Untersuchung Sinn macht, davon auszugehen, es ist eine Vorform von einem bestimmten Kampf, oder ob man nicht tatsächlich dann danach fragen sollte, was sozusagen die Forderungen dann da sind, konkret der Leute, und welche Kategorien noch eine Rolle spielen, die man vielleicht nämlich nicht sehen kann, wenn man eben von diesem System schon ausgeht, ja? Weil es ja vorher auch darum ging, dass eben auch, es sozusagen auch um eine potenzielle Veränderung des Systems geht. Okay. Hier links. Ja, nochmal zu der Jobcenter Geschichte. Da hattest du ja zwei Probleme genannt. Das erste Problem war, die subversiven Praktiken sind unsichtbar. Das ist ein Problem. Ich habe mir jetzt vorgestellt, eure Lösung wäre, sie auf irgendeine Weise sichtbar zu machen. So. Jetzt das zweite Problem, das du da nanntest, war, das Handeln ist eher tendenziell individuell und nicht kollektiv. Also Lösungsansatz, es muss sich kollektivieren. Beim ersten Problem Setzung habe ich selbst ein Problem, weil wenn diese Praktiken darauf angewiesen sind, dass sie im Verborgenen stattfinden, was du ja auch sagtest, es gehört zu der Logik dieser Praktiken dazu, dass sie im Verborgenen stattfinden, das machen die Leute bewusst, aus guten Gründen. Ja. Sollte man da nicht als militante Untersucherinnen und Untersucher, als politische Gruppe tunlichst die Finger davon lassen? Ist meine Frage. Ich selbst werde auf diese Frage morgen in meinem Beitrag eine Antwort geben, weil ich mich mit dem gleichen Problem befasse. Aber ich bin gespannt, was du dazu sagst, wie ihr das diskutiert habt.
Jetzt ist Jan selber dran, bevor du dann kommst. Ich würde noch mal fragen wollen, auch wenn es wahrscheinlich in der Broschüre steht, fände ich es interessant, wenn du noch mal so 2, 3 Sätze sagen kannst zu dem, was denn so für also da rausgekommen ist im Feld quasi, also sozusagen zum oder auch eure Reflexion, macht es Sinn, hat es eine Organisierung angestoßen, das, was Live gerade gesagt hat, ist es gut, das aus dem Verborgenen rauszuholen, wie lässt sich damit umgehen im sozusagen in der Perspektive vom Kampf gegen das Jobcenter oder gegen also überhaupt diese Art von Sozialpraxis. Hätte ich auch fragen wollen. Dario ist dran und dann Thomas. Ja, bei mir Anmerkung, Bemerkung und auch nochmal eine Nachfrage. Ganz kurz, also zu dem Rahmen, der historische Rahmen ist natürlich schon wichtig, da sollte man vielleicht ein paar Sätze zu verlieren. Also Krieg geht zu Ende, es gibt eine massive Partisanenarmee in Italien, die KP lässt sie entwaffnen, weil eben planmäßig erstmal die bürgerliche Demokratie und erst nach der Entwicklung der Produktivkräfte sozusagen der Kommunismus kommen kann, wenn die auf dem entsprechenden Stand sind. Die meisten von den kommunistischen Partisanen haben das anders gesehen, haben selbst eine soziale Revolution erwartet, so zumindest die These der Linken. Und genau deswegen greifen die Operaisten sozusagen diese Frage auf, dass eben der Stand des Klassenkampfes nicht an der Entwicklung der Produktivkräfte gemessen werden kann, wie das der orthodoxe oder ja, die KP in Italien und der ganze orthodoxe Ansatz immer wieder gemacht hat, sondern nur anhand der Subjektivität der Arbeiter und Arbeiterinnen selbst. Das hieß konkret für die Fabrik, wo sozusagen die dominanten Gewerkschaften, die KP-orientierten Gewerkschaften waren, die sozusagen den Arbeitern jetzt erklärt hat, sie sollen die Produktivkräfte ordentlich entwickeln und entfalten, weil wenn dann eine ordentliche kapitalistische bürgerliche Demokratie entfaltet ist, dann kann man das einfach übernehmen und einen guten Kommunismus draus machen. These der Operaisten, das ist nicht so, die Leute wollen Klassenkampf, die Leute wollen was Radikaleres etc. Man kann sich nicht an den Institutionen und Gewerkschaften, Parteien und so weiter abrackern, um festzustellen, was ist wirklich der Stand des Klassenkampfes. Von daher gehen wir in die Fabrik rein und machen diese subjektive Untersuchung. Interessanterweise sagt dann Panzeri auch was Gramsci fast genauso gesagt hat, nämlich dass man sozusagen, solange das bürgerliche System noch besteht, die Konflikte, den Klassenkampf nicht an den Institutionen, die Teil des bürgerlichen Systems sind, ablesen kann, sondern nur an den konkreten Subjektivitäten der Arbeitenden in den Fabriken und so weiter. Würden Sie natürlich nicht zugeben, weil da sich die KP immer auf Gramsci bezogen hat, waren die Operaisten prinzipiell Anti-Gramscianer, egal, jenseits jeglicher Inhalte. Die KP war auch pro Gramsci jenseits jeglicher Inhalte, das muss man auch sozusagen. Dann daraus ableitend dann die Frage, aber Klassenkampf, also wenn wir Klassenkampf als ein soziales Verhältnis verstehen, in einem kritischen Ansatz, denke ich, gehe ich mal einfach mal davon aus, dass wir das tun, dann ist sozusagen das Problem mit den Alltagspraxen, mit den subversiven Alltagspraxen, ist das dann Klassenkampf oder ist das dann nur Überlebensstrategie? Und ich würde mal sagen, es ist, solange es individualisiert bleibt, ist es erstmal kein Klassenkampf, weil es eben keinen Antagonismus, kein antagonistisches Verhältnis aufbaut zwischen Kapital und Arbeit. Also zwar einen Widerspruch, aber keinen antagonistischen. In dem Moment, in dem diese Praxen aber, wie das in den 60ern, 70ern waren, so weit generalisiert sind, die individuellen Praktiken, dass sie natürlich dann nicht mehr tragbar sind, dann werden sie auch zu Klassenkampf. Das geschieht aber meistens wiederum im Rahmen von der Bewegung. Also weil die Bewegung ist dann da, die diese Praktiken sozusagen generalisiert. Aber solange sie nicht massiv und generalisiert auftauchen, ist das Krankfeiern eine individuelle Lösung, die aber nicht den Kapitalismus sozusagen umwirft oder in Frage stellt. Also von daher denke ich, sollte man da unterscheiden. Aber deswegen ist es halt eben auch so wichtig, sozusagen diese individualisierten Praktiken, die auftauchen, zu gucken, wie die Bewegung diese sozusagen kollektive Problemlösungsmechanismen oder Konfliktmechanismen eingehen können, die eben nicht die einzelnen individuellen Lösungen, die zwar auch das Problem in dem Moment lösen, aber eben sozusagen keine Perspektive für Klassenkampf und andere Gesellschaften aufbauen. Und meine Frage dann noch dazu wäre, dass
aufbauend nochmal auf dem ganzen Ansatz, also die ursprüngliche Idee, die bei den Operisten da war, war ja auch die ursprüngliche Idee, die am Anfang von der militanten Untersuchung von Fels stand. Deswegen würde es mich jenseits der Broschüre trotzdem nochmal interessieren, was dazu zu sagen, wie der Organisierungsgedanke, wie der gefruchtet hat oder nicht eben in dieser Arbeitsjobagentur-Situation. Also was ist daraus geworden? Hat es geklappt oder nicht? So, dann habe ich jetzt noch Thomas und dann da hinten lang. Dann nur noch Thomas. Ich hatte eine Frage. Also jetzt hat der Dario dazu schon viel gesagt, aber ich wollte sie dir trotzdem stellen. Also zu diesen alltagswiderständigen Praxen. Da hast du gesagt, die sind subversiv und du gehst, oder ihr geht davon aus, sie sind subversiv. Und jetzt hat der Dario gesagt, ja, okay, es ist in einer Klassenbeziehung, aber solange das individualisiert bleibt, ist es sozusagen kein Klassenkampf, sondern es müsste kollektiviert werden. Und die Frage ist ja aber, lässt sich ausgehend von so einem Verhalten, wie du das beschrieben hast, also Schummeln oder andere Dinge, Krankfeiern, Schauspielern, ja, ob das nicht eher Dinge sind, die vielleicht sogar einer Kollektivierung entgegenstehen, weil sie eben mir das möglich machen, in meinem Arbeitsverhältnis oder wo auch immer, eben ohne die Umstände irgendwie zu verändern, klarzukommen. Also ich kann ja sagen, anstatt über die Urlaubsregeln und über, ich weiß nicht, die Arbeitszeit kollektiv im Betrieb zu kämpfen, fange ich an, halt individuell krank zu feiern. Also wie du da das Subversive reinholst und vielleicht kannst du das erhellen, indem du ein bisschen was über eure Erfahrungen damit erzählst. Also welche Erfahrungen habt ihr denn jetzt gemacht im Jobcenter, das zu was Kollektivem zu machen? So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, naja, jetzt ist es schon Viertel vor neun, ich komme nicht aus Berlin, ich kenne eure Gruppe nicht so gut und du hast am Anfang gesagt, ihr wollt den Leuten ja nicht erzählen, wie geil die Revolution ist und von Vorhut nicht mehr so doll, von Vorhut-Konzerten habt ihr euch, also da habt ihr auch nichts mit am Hut, aber wie man denn jetzt von der militanten Untersuchung, also vorausgesetzt, man kann da irgendwas kollektivieren, wie man da jetzt zu einem revolutionären Prozess kommt, wenn wir auch mal über sowas sprechen können, das ist mir so überhaupt nicht klar. Jetzt hat sich doch noch endlich eine Frau gemeldet. Christina? Ich habe nur eine kleine Nachfrage zu der sozusagen zu dem Bezug auf die militante Untersuchung. Also, weil ich habe die Broschüre zumindest in Teilen gelesen und ihr habt ja so ein paar, schildert ja so ein paar Probleme darin, die oftmals so auftauchen. Also, wie wird man eigentlich wahrgenommen von den Leuten? Also ist man sozusagen oder Frau der oder die Gesprächspartnerin, die da die sich wünschen oder die sozusagen, wo das überhaupt klappt, so ein Kontakt? Und ich habe mir so ein bisschen beim Lesen gedacht, habt ihr eigentlich euch sozusagen zwischen militanter Untersuchung und anderen Bezügen absichtlich entschieden? Also weil es gibt ja schon auch so ein paar, auch oft ältere oder Ansätze, aber so wie Handlungsforschung, wo zumindest ja auch einige dieser Probleme reflektiert werden. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass sozusagen der Bezug auf die militante Untersuchung, der kommt uns sozusagen aus dem Linken sozusagen so entgegen. Aber die Differenziertheit der Reflexion über die methodischen Probleme, wenn man die so nennen möchte, oder die kommunikativen Probleme, oder wie findet man denn die gemeinsamen Interessen und verständigt sich darüber, die sind, habe ich manchmal den Eindruck, in anderen Zusammenhängen ein bisschen ausführlicher reflektiert, sodass man da vielleicht auch mehr von haben könnte, sozusagen. Du bist dran. Ja. Wo anfangen? Also vielleicht, weil das jetzt so ein paar Mal kam oder jedenfalls mehr als einmal, Ergebnisse der Untersuchung, was ist dabei rumgekommen? Organisierungsgedanke, Fragezeichen habe ich hier irgendwie stehen. Ja, also wir haben nicht geschafft, das Jobcenter in Neukölln zu schließen oder abzuschaffen oder so. Das mit dem Organisierungsgedanken ist in der Hinsicht noch vielleicht ist eine interessante Frage, weil, also wir haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass es halt relativ
schwierig war, oder uns war es zumindest nicht möglich, irgendwie sowas wie einen kontinuierlichen Zusammenhang dort mit versuchen aufzubauen, der sozusagen sich selber als so einer begreift oder sowas. Wir haben immer so Versammlungen gemacht und da war eine ganz hohe Fluktuation, also die war eigentlich oft ziemlich gut besucht, aber es war keine Kontinuität drin, ne? Weil die Leute ihren Hund nicht abends alleine lassen können oder keinen Bock mehr drauf hatten auf uns oder das Gefühl hatten, ihnen wird da nicht wirklich mit ihrem individuellen Problem geholfen, was ja auch stimmt. Aus all diesen Gründen hat das irgendwie nicht funktioniert. Und irgendwann sind wir in der Diskussion so ein bisschen auf die These gekommen, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ein Notbehelf war oder ob das jetzt so ein total cooler Geistesblitz war, dass eigentlich im Prinzip konnten wir uns darauf einigen, dass viele Leute eigentlich schon organisiert sind. Vielleicht würden sie das selber nicht so nennen, also zum Beispiel sie sprechen über ihre Probleme auf der Kegelbahn oder in der Kneipe oder bei ihrer Familie oder im Tennisclub oder im Golfclub oder wo auch immer als Hartz IV. Minigolfclub. Genau, dort holen sie sich halt so einen Beistand, den sie brauchen, wenn sie zum Jobcenter latschen und so weiter und so fort, ne? Deswegen haben wir daraus so ein bisschen geschlussfolgert, vielleicht sind wir gar nicht, also vielleicht war das noch zu avantgardistisch, das jetzt, ne, kann man drüber streiten sozusagen. Wir haben uns als diejenigen begriffen, die den Raum zur Verfügung stellen müssen, in den die anderen dann reinschlüpfen, um sich zu organisieren, aber sie haben solche Räume ja schon. Die sind vielleicht nicht so strukturiert, wie wir das gerne hätten, aber sie stehen vor dem Späti im Kiez und trinken Bier zum Beispiel. Ne? Kennt jeder, wenn er irgendwie durch Neukölln läuft oder so. Das sind die Orte, wo die Leute miteinander sprechen. So. Und deswegen haben wir gesagt, okay, vielleicht, sagen, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann, oder anders, also jedenfalls gehen wir zu diesen Orten, suchen diese Orte auf, ja, und sprechen da mit den Leuten nochmal, inwiefern sie das dort in diesem Zusammenhang thematisieren, inwiefern sie Strategien und Techniken entwickelt haben, mit diesen Problemen, die sie dann vielleicht haben, umzugehen. So, das ist sozusagen ein Ergebnis, auch wenn es nur ein Zwischenergebnis ist, dieser Untersuchung. Was ist dabei rumgekommen darüber hinaus? Wir haben auch ein paar Aktionen und sowas gemacht und sozusagen wir haben auch mit Leuten innerhalb des Jobcenters, Beschäftigten, Sachbearbeitern und so weiter, also wir haben da so eine, die Gewerkschaft hat das dann so ein bisschen vermittelt, mit denen haben wir auch Gespräche geführt über ihre Arbeitsbedingungen zum Beispiel, ne? Und wie die das machen, also die sind so in Teams aufgeteilt und die kriegen so ein internes Rating und die Teams müssen gegeneinander antreten und sowas, ne? Genau. Und in dem Kontext haben wir halt mal so eine Sachbearbeiterbewertung gemacht, die, also wir haben uns vor das Jobcenter gestellt, aber nicht wie üblicherweise irgendwie die Leute angelabert und denen Fragen gestellt, sondern wir haben denen gesagt, hier, bewertet doch mal euren Sachbearbeiter, eure Sachbearbeiterin, gebt denen einfach mal eine Schulnote. Hier ist so ein Schild, schreibt es mal den Namen auf und gebt denen eine Schulnote. Das hat denen natürlich überhaupt gar nicht gefallen. Und das war gut, weil dann standen die draußen und haben sich darüber unterhalten und haben so auf uns gezeigt und dann haben sie die Polizei gerufen oder so. Aber daraus ist auch nichts geworden, weil es war eine Umfrage im Prinzip und nicht Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, wie die meinten oder so. Datenschutzbestimmungen hätten wir verletzt und so. Aber die haben sich darüber aufgeregt und das war gut, weil sozusagen wir hatten das Gefühl zumindest, wir kommen da so ein bisschen in die Institution rein und bleiben nicht so unbemerkt davor, ne? Wie das oft der Fall ist, wenn man einfach eine Kundgebung davor macht oder so. Ne? Das muss man zwar irgendwie machen, aber es kümmert keinen Menschen, jedenfalls da drin nicht. Ne? Und wenn sie merken, sozusagen, sie können uns nicht mehr einfach nur ignorieren, sondern sagen, sie sind sauer auf uns. Ja? Und das ist sozusagen der erste Schritt, würde ich sagen, in der Strategie, die versucht, irgendwie zu eskalieren. Ne? Sobald man die richtig sauer gemacht hat, das ist gut. Und vielleicht muss man halt mehr in diese Richtung irgendwie gehen oder so. Das ist auch, würde ich sagen, so ein Zwischenergebnis dieser Untersuchung oder so. Und vielleicht
noch kurz zum revolutionären Prozess. Ja. Ja. Ja, also vielleicht doch noch einen kurzen Satz. Also ich glaube, der steht ja jetzt nicht so unmittelbar bevor. Wäre jetzt meine Einschätzung. Und es geht eigentlich, es liegt dem zugrunde, was wir gemacht haben, dem liegt zugrunde, dass wir denken, es muss jetzt darum gehen, irgendwie sagen, irgendwas zu machen, wo man hinterher besser dasteht als vorher. Also im Sinne von Handlungsspielräume erweitern. Und wenn man das dadurch schafft, dann war es gut und führt irgendwie in die Richtung. Und wenn man es nicht schafft, dann war es schlecht und dann sollte man das nicht machen. Ja, also vielleicht noch zu diesem Klassenkampf, da bin ich so ein bisschen überfragt und eigentlich ist es mir auch egal, ob man das als Klassenkampf bezeichnet oder nicht. Es geht halt darum, dass es Widerständigkeiten gibt, die schlecht für die Institution sind. Und wenn man die Institution angreifen will, dann ist das gut, wenn diese Praktiken schlecht dafür sind. Und sagen, so würde ich das auch behandeln. Ich habe jetzt gesagt, Vorform des Klassenkampfs oder so, aber meinetwegen, wir müssen nicht über den Begriff streiten, so, dann können wir es auch anders nennen. Auf jeden Fall ist das der Ansatzpunkt dabei gewesen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles so, aber gut. Vielen Dank erstmal. Ich habe vom Hobbes vorhin gelernt, dass die Klasse kämpft eben auch an sich, ob sie es weiß oder nicht. Noch nicht immer subversiv, sondern in allen möglichen bizarren Formen. Insofern weiß ich nicht, ob man da jetzt so einen Begriffsstreit machen sollte. Wichtig ist, dass sie kämpft. Liebe Leute hier, Referenten mit ohne I auf dem Podium, ich habe vorhin gelogen. Die Zeit ist uns vorweggelaufen. Also wenn ihr noch was ganz Dringendes habt, hättet ihr jetzt noch die Möglichkeit, einen Punkt zu machen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir das Ganze morgen. Hier wird schon abgewunken, ihr seid müde. Dann möchte ich euch erstmal ganz herzlich dafür danken. Wir haben unglaublich viele Punkte angerissen, von der Frage der Einbindung in Forschung, der aktiven oder wie immer man sie nennen will, von der Frage der Parteilichkeit, dem Verhältnis von Forschern, Mitforschenden, Beforschten. Auch da sind die Begrifflichkeiten unklar, von Wissenschaftlichkeit und Aktivismus. Wir haben den Bewegungsbegriff drum gestritten. Das Verhältnis von Alltagskämpfen fand ich sehr gut, zu Bewegungen und politischer Artikulation nochmal gefragt. Wir haben die kleinen Kämpfe des Abtrotzens von Möglichkeitsräumen, des Sichtbarmachens dieser Kämpfe und so weiter angesprochen. Und immer wieder auch die Potenziale. Was sind eigentlich die Reichweiten von bestimmten Ansätzen, von Transformationen oder nicht? Und morgen kommen noch einige weitere Punkte hinzu. Ich befürchte, wir werden da keine Klarheit gewinnen, aber doch vielleicht nach und nach verstehen, was die anderen meinen. Und in diesem Sinne beim Bier oder Wein jetzt noch mehr Klarheit gewinnen, das hilft. Und morgen um 10 sehen wir uns wieder, sonntags, möglichst pünktlich, weil wir wieder ein fettes Programm haben. Also vielen Dank und bis morgen. Applaus